Willkommen in der Welt der Prinzipienreiterinnen. Sie stehen offiziell an zweiter Stelle in der Regierung und sind strenge Marxistinnen. Willkommen in Tirana. Ich bin Frau Hoxha. Ich bin 90. Mir geht's gut. Was empfinden Sie, wenn man Sie die schwarze Spinne nennt? Sogar unser bekanntester Schriftsteller schrieb, dass ich krimineller sei als mein Ehemann. Ich bin der Superkiller. Ich hätte entschieden, wer leben oder sterben sollte. Albanien im Herzen Südeuropas, von Italien durch die Adria getrennt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Enver Hoxha zum Präsidenten und Verteidigungsminister gewählt. Die Wirtschaft des Landes unterliegt stalinistischen Prinzipien. Ein Albaner unter 10 wird in ein Arbeitslager oder ins Gefängnis geschickt. In den 80er Jahren ist das Land vollkommen isoliert und wird zum ärmsten Land Europas. Was fühlen Sie, wenn Sie dieses Foto sehen? Er gefällt mir immer noch. Dort haben wir viel schöne Zeit verbracht, unsere Ferien. ...1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, begegnen sich die junge Nejmije und Professor Enver Hoxha. Während in Albanien eine faschistische Regierung herrscht, kommen sich die beiden militanten Kommunisten in ihrem Kampf gegen die Besatzung näher. Er war mein Ehemann und mein Kamerad. Wir waren uns sehr nahe, in perfekter Harmonie. Wir liebten und respektierten uns. Als Partner war er ideal und modern. Wir bekamen 3 Kinder und waren große Idealisten. 1946 wurden Sie Abgeordnete. Ja. Neben meinen offiziellen Pflichten als Abgeordnete habe ich im Zentralkomitee der Partei gearbeitet und für große Organisationen. Ich habe mich um die Propaganda gekümmert, um Erziehung, Wissenschaft, Kultur und Ideologie. Jedes Buch meines Ehemanns habe zuerst ich gelesen. Sie haben also alles kontrolliert, was von und über Enver Hoxha publiziert wurde? Nur den Rest der Familie kann die ehemalige First Lady nicht kontrollieren. Ihre Schwiegertochter Liliana bricht ein Tabu in ihrer Familie und plaudert Familiengeheimnisse aus. Zuerst fand ich sie zurückhaltend und kalt. Sie wollte alles kontrollieren. Später wurde mir klar, dass sie als Ehefrau von Enver Hoxha auch ihre eigene Macht haben wollte. Von da an wurde sie eine sehr gefährliche Frau für Albanien. Das war unser letztes gemeinsames Neujahr, 1984. Enver starb im April 1985. Als sie an die Macht kam, kontrollierte sie absolut alles. Vor allem, als Enver Hoxha krank wurde.
Ich besuchte China im Jahre 1956. Mao Zedong hatte mich eingeladen. Er war Albanien gegenüber freundlich gesonnen. China hat uns viel mehr geholfen als die Sowjetunion. Jiang Cheng, ich kenne sie sehr gut. Wir haben gemeinsame Freunde. Ich glaube, sie war eine temperamentvolle Frau. Die Hodja-Regierung folgte dem Beispiel des kommunistischen Regimes in China. Jiang Cheng, Maos Ehefrau, ließ Gegner und Intellektuelle verhaften, um so Maos politisches Gedankengut zu verankern. An zweiter Stelle in der Regierung leitet sie die kulturelle Revolution, die zum Ziel hat, die kommunistische Partei zu säubern und deren Macht zu beschränken. Sie war für die Deportation von unzähligen Menschen und den Tod von 3 Millionen Chinesen verantwortlich. Was halten Sie vom Prozess gegen Jiang Cheng? Es gibt interessantere Dinge, über die wir reden können. Die ganze Geschichte ist so komplex, darüber möchte ich nicht sprechen. Wie geht es Ihnen heute damit, wenn man Ihren Mann als Diktator bezeichnet? Wie reagieren Sie? Was ist das für eine Frage? Die stellt man mir in jedem Interview. Mir wäre es lieber gewesen, wenn Sie sie nicht gestellt hätten. Dagegen bin ich richtig allergisch. Ich bin damit nicht einverstanden. Die Leute sagen unmögliche Dinge und kritisieren. Eine Frage über Diktatur ist keine Kritik. Werden Sie nicht politisch, das mag ich nicht, das stimmt nicht. Ich finde, sie verdient den Namen Schwarze Dame, den man ihr gegeben hat, weil sie sich der Verbrechen an ihrem Volk schuldig gemacht hat. War Frau Hodja für Verbrechen verantwortlich? Der größte Beweis für ihre Schuld? Frau Hodja stand 35 Jahre einer Propagandaorganisation vor, die jegliche Art von Meinungsverschiedenheit untersagte. Sie erlaubte einfach keine Meinungsfreiheit. Als Direktorin war sie verantwortlich für die Gefangennahme von Staatsbürgern, die als Feinde des Kommunismus angesehen waren. Frau Hodja war das Hirn, aber nicht die treibende Kraft. Nichts weist darauf hin, dass sie diejenige war, die Verhaftungen angeordnet hat. Ist es also übertrieben, sie eine Verbrecherin zu nennen? Ich habe 5 Jahre im Gefängnis verbracht, am Boden schlafend, ohne Fenster. Aber ich habe das überlebt. Was fühlen Sie für die Inhaftierten? Gefängnis ist Gefängnis. Ich kann darüber jetzt nichts sagen. Ich muss mich zurückhalten. Bedauern Sie das gegenüber den Gefangenen? Bedauern gegenüber den Gefangenen? Vielleicht hätten wir mehr Nachsicht haben können, was die Umstände in den Gefängnissen angeht. Aber die Häftlinge waren nicht im Gefängnis, weil sie unschuldig waren. Wirklich nicht. Thank you.
Ich bin von Natur aus jemand, der alles vergibt und vergisst, sogar Verbrechen. Ich kann unwillkürliche Verbrechen vergeben. Aber Verbrechen, die sich über lange Zeit hinwegziehen und dazu begangen werden, Macht zu gewinnen, die kann ich ihr nicht verzeihen. Im Gegensatz zu China musste Albanien damals der Realität des Totalitarismus nicht ins Auge sehen. Frau Hoxha wurde nicht für ihre Verbrechen verurteilt, sondern für eine lächerliche Tat, dass sie zu viel Kaffee auf Staatskosten gekauft hatte. Man nannte es das Kaffee-Urteil, weil niemand den Mut hatte, mich für meine politische Arbeit zu verurteilen. Es war vollkommen lächerlich. Der Prozess diente einzig und allein dazu zu zeigen, dass die neue Regierung die Frau des ehemaligen Diktators verurteilte. Sie wurde nicht für Massenmord verurteilt, sondern dafür, dass sie zu viel Geld für Kaffee ausgegeben hatte. Das ist total lächerlich und eine Beleidigung für die Demokratie. Wir sehen Dinge anders. Wenn man an der Macht ist, tut man Dinge, die nicht einmal die Vernunft versteht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären könnte. Mit dem Fall der Mauer verschwinden die Honeckers, Ceausescus und Hoxhas von der Bildfläche. Mitten in Europa taucht inzwischen Mira Milosevic auf, die es bevorzugt, mit ihrem Mädchennamen Markovic angesprochen zu werden. Sie wird eine würdige Erbin der Roten Kaiserinnen. Lassen Sie uns über Mira Markovic sprechen, auch wenn Sie das nicht wollen. Ich möchte auf keinen Fall mit Mira Markovic verglichen werden. Sie und ihr Mann haben schreckliche Verbrechen begangen. Sie hatten Vernichtungslager. Serbien ist nach dem Zweiten Weltkrieg Teil Jugoslawien. Ich habe meine Pflicht getan. Ich fühle mich wohl mit dem, was ich getan habe. Meiner Pflicht.